Serena, Ball weglegen. Okay. Abpfiff. Gut. Heute machen wir eine Prüfung zum Thema Rind. Rind. Mhm. Gut, bin ich gespannt. Zähl drei wilde, noch lebende Verwandte vom Rind auf. Jesus Gott. Hirsche? Nein. Gnus? Falsch. Elefanten? Bist auf dem Holzweg. Die Verwandten sind gerne beim Wasser. Seepferd? Seekühe? Gibt's? Die gibt's, aber haben nichts mit dem Rind zu tun. Keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel den Bison. Bison? Ah. Der Wisent? Noch nie gehört. Wasserbüffel? Ja. Oder Jack? Okay. Bison habe ich schon mal gehört, den Rest habe ich noch nie gehört. Sag mir drei Produkte, die man vom Rind als Nutztier brauchen kann. Das Fleisch. Genau. Vielleicht das Fell. Richtig. Milch. Ja. Genau. Und sonst noch Knochen und das Horn für ein Leim und Gummibärli. Okay, da lernt man noch etwas. In welchem Land sind Kühe heilig? In Israel. Ein anderes Land mit I? Ah, Irland. Nein. Hör auf. Indien. Ja. Ist es Indien? Ja, okay. Richtig. Ja, gibt trotzdem nur einen halben Punkt. Das ist gutmütig. Welche Begriffe passen zum Rind? Fleischfresser, Zehenspitzengänger, Wiederkäuer oder Geweihträger? Also Wiederkäuer? Mhm. Fleischfresser? Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass der von grünem Zeug lebt. Richtig. Er hat vielleicht Hörner, aber kein Geweih. Genau. Und auf der Zehenspitze glaube ich auch nicht, dass er läuft. Ja, fast richtig, aber das Rind ist ein Zehenspitzengänger. Okay. Wie heisst das männliche kastrierte Rind? Und nicht der Ochs. Ja. Doch, der Ochs. Ja, klar, der Ochs. An was zieht man für eine Kuh zu melken? Mutter. An was genau dort? Etwas mit Z. Genau. Z-I. Mhm. Wie heisst es? Zitter. Wie? Zitten. Hä? Zittel. Was? Weiss nicht. Es wäre Zitzen. Zitzen. Ja. Schlecht. Ja. Wohne schon zu lange nicht mehr in den Bergen. So, Serena, solltest du noch mal hinter die Bücher? Du hast einen 3,5er. Aber das muss ich auch noch ein bisschen auf die Alp üben.